Ja, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Sonntag um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion gegen Magdeburg. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Markus Weinzierl zu meiner Rechten und fange mal damit an, dass wir mit ca. 28.000, 29.000 Zuschauern am Sonntag rechnen. Und an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis auf unser kontaktloses Bezahlsystem, was wir dank der Sparkasse und Aramark vor kurzem eingeführt haben. Und auch eine besondere Aktion haben für die letzten beiden Heimspiele, nämlich jeder, der sich schon auf seinem Platz, Stehplatz, Sitzplatz, völlig egal, schon eine Bratwurst oder ein Getränk während der ersten Halbzeit sichern will, um es dann in der Halbzeitpause abzuholen, kriegt 20% auf alles. Das ist keine Werbesendung, deswegen übergebe ich direkt an die Fragen der Journalisten, die uns heute in der virtuellen Zoom-Konferenz zugeschaltet sind. Und deswegen einmal der Blick auf den Monitor, wer mit der ersten Frage starten möchte. Keiner? Gut, danke. Doch, natürlich. Fangen wir an mit Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten. Hallo in die Runde. Ich würde gerne um ein Personal-Update bitten. Wie sieht es denn aus? Habt ihr alle Spieler zur Verfügung oder sind Spieler fraglich? Ja, erstmal hallo zusammen. Es sind eigentlich alle fit, außer Manuel Winzheimer. Das habt ihr mitbekommen, dass er sich am Knie verletzt hat. Wird nicht zur Verfügung stehen. Kleinere Wehwehchen haben wir. Ein, zwei Schläge im Training bei Mats Möller-Daly. Aber es sieht alles so aus, dass wir hundertprozentig fit sind für den Sonntag. Dann war noch eine Hand hochgegangen, die ja wieder runtergegangen ist. Doch, jetzt ist sie wieder oben bei Chris Bichele vom Kicker. Guten Tag, hallo. Sie haben gerade Mats Möller-Daly erwähnt. Der hat zurzeit oder in diesem Jahr kommt er nicht so ganz an seine, oder nicht so ganz ist nett umschrieben, an seine eigentliche Form heran. In Lautern war er auch Leidtragender von diesem Aufbauspiel, das relativ viel mit langen Bällen war. Wie sehen Sie ihn jetzt oder haben Sie ihn in der Trainingswoche erlebt und wie sehen Sie ihn jetzt generell auch mit Blick auf den Sonntag? Ja, Mats ist ein super Fußballer, ist unser technisch bester Spieler und wir brauchen ihn. Er ist aber auch sehr ein sensibler Typ, der natürlich auch viel nachdenkt in so einer Phase. Er hat in der Saison jetzt nicht seine beste Form, das sagt er selber und arbeitet daran und arbeitet hart im Training und ich sehe ihn sehr engagiert und wir brauchen ihn und deswegen ist er für mich ein wichtiger Faktor, um mit seiner Spielstärke da die ganze Mannschaft auch besser dastehen zu lassen, gerade was es anbelangt eben die offensiven Szenen da zu Ende zu spielen und vorzubereiten. Davon lebt der Stürmer und wir brauchen Mats in seiner besten Form und da arbeitet er im Training jetzt in der Woche zum Beispiel sehr konzentriert und hart und dann wird er auch die Erfolgserlebnisse wieder feiern. Wir machen weiter mit Martin Funk von der Bild. Hallo in die Runde. Drei Spiele in einer Woche, nochmal eine englische Woche zum Abschluss. Sehen Sie diese drei Spiele als Block gemeinsam, Stichwort Rotation dann innerhalb der Woche, oder wird jedes Spiel einzeln angegangen und Sie versuchen einfach da die Kräfte noch rüber zu retten in die WM-Pause? Erstmal ist es eine unheimlich wichtige Woche und drei Spiele in einer Woche gibt schon auch nochmal einen Ausschlag in der Tabelle und generell auch für uns alle. Und deswegen ist es eine sehr wichtige Woche, wo wir eben Spiel für Spiel abarbeiten, aber schon wissen auch, wie die Termine liegen. Und da ist es schon auch so, dass wir eben Sonntag spielen und dann schon wieder Mittwoch. Rostock zum Beispiel heute Abend spielt am Freitag. Also von daher haben wir weniger Regenerationszeit. Wir haben in der Woche gut gearbeitet, haben jetzt aber doch auch den Augenmerk eben drauf gelegt, Frische reinzubekommen in den letzten zwei Tagen vorm Spiel, um eben für jedes Spiel auch hundertprozentig fit zu sein. Wir denken jetzt an Magdeburg und dann eben an Rostock, aber haben schon auch im Kopf natürlich unsere Breite im Kader dann auch auszunutzen und von der leben wir, dass wir jedes Mal auch eben fünf frische Spieler dann auch bringen können und wir brauchen jeden Einzelnen mit seiner besten Leistung und wollen so viele Punkte wie möglich holen in dieser englischen Woche und gegen Magdeburg gewinnen. Martin Funk, gleich noch eine Anschlussfrage. Ja, vielleicht ein paar Worte noch zu Magdeburg. Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Aufsteiger. Normalerweise geht ein Aufsteiger hoch und versucht es dann eher nur defensiv und Bälle rauskloppen. Magdeburg versucht es ja mit der spielerischen Linie im Fußball. Wie gefährlich sind die am Sonntag?
Ja, sehr gefährlich. Sie haben in Hamburg gewonnen, das sagt schon alles, haben in den letzten beiden Spielen 4 Punkte geholt, auch gegen Heidenheim, was eine sehr starke Auswärtsmannschaft ist, eben einen Punkt da geholt. Aber sie spielen wirklich ja, einen gepflegten Fußball. Da merkt man, dass das jetzt über Jahre auch eingespielt ist und nach dem Aufstieg da auch nichts geändert wurde. Und deswegen erwartet uns ein sehr schweres Spiel, weil eben die Automatismen beim Gegner da sind. Sie sind sehr, sehr spielstark, sind die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz in dieser Liga als Aufsteiger, aber auch die Mannschaft mit den meisten Gegentoren. Also ich glaube, damit sind sie sehr gut beschrieben. Und für uns gilt es einfach, auf Sieg zu spielen beziehungsweise die beste Leistung zu bringen und mit 3 Punkten einen wichtigen Schritt zu gehen. Sie sind aktuell 1 Punkt hinter uns in der Tabelle. Und es soll auch so bleiben, dass sie hinter uns bleiben, am besten mit 4 Punkten Rückstand. Gibt es, ja, gibt es. Wolfgang Glas. Herr Weinseel, Sie sind jetzt noch nicht so lange da, aber den Club verfolgt schon seit geraumer Zeit eine gewisse Heimschwäche. Also die tun sich wahnsinnig schwer im eigenen Stadion. Haben Sie denn dafür auch irgendwie eine Erklärung? Also klar, es steht immer ein Gegner mit auf dem Platz, aber warum der Club in diesem Stadion so immer wieder seine Probleme hat? In die Vergangenheit zu schauen, fällt mir unheimlich schwer, aber ich kann über meine beiden Spiele sagen, dass das relativ viel drin war. Ich glaube, dass wir gegen Kiel 26 Chancen oder Torabschlüsse gehabt haben, was der Spitzenwert ist in dieser Saison, wo wir nach 60 Minuten dann eben ja einen Rückschlag bekommen und dann 3 Gegentore bekommen. Und gegen Hannover war es so, dass es ein ausgeglichenes Spiel war, wo beide Mannschaften irgendwo auch hätten gewinnen können. Und wenn wir in Führung gehen mit der Ferner zum Beispiel nach 3 Minuten, dann sind es immer so kleine Momente und entscheidende Momente, wie ein Spiel danach läuft und ob du dann eben gewinnst oder nicht. Und an diesen Kleinigkeiten versuchen wir zu arbeiten. Ich sehe eigentlich ja kein Handicap oder keinen Nachteil an diesem Stadion, sondern generell einen Vorteil, weil wir tolle Fans haben und die Unterstützung da auch immer wieder haben. Und deswegen gilt es einfach, die Leute da zu begeistern beziehungsweise auf Sieg zu spielen und die Fans dann mitzunehmen. Und zum Schluss zu feiern. Also ich habe in beiden Heimspielen jetzt nichts erkennen können, warum es eine Heimschwäche geben sollte. Martin Morawetz von der Deutschen Presseagentur. Hallo Herr Weinzierl. Sie haben gesagt, dass Mats Müller-Dehlin ein sensibler Spieler ist. Was für eine Ansprache wählt man denn bei so einem Spieler? Wie dringt man so zu ihm durch? Ja, ich glaube, dass er Vertrauen braucht, dass man neben seinen Stärken sagen muss, dass man ihm auch sagen muss, dass wir ihn brauchen. Und das machen wir von der Seite natürlich auch mit dem Hinweis, aber das macht er sowieso, dass er hart arbeiten muss. Und nochmal, er hat so viel Qualität, dass er uns in Zukunft noch viel Freude bereiten wird. Aber es geht nicht nur um Mats, sondern er ist abhängig davon, wie die ganze Mannschaft funktioniert. Und er ist nur ein Teil davon, auf der 10 oder im offensiven Mittelfeld natürlich ein entscheidender Part, um auch Torchancen zu erarbeiten. Aber im Endeffekt ist Vertrauen, Zuspruch und Rückendeckung für mich der richtige Ansatz. Wolfgang Glas. Sie haben Herrn Nischalke die Woche mittrainieren lassen. Kann man davon ausgehen, dass der am Sonntag auch möglicherweise schon im Aufgebot steht? Und eine Anschlussfrage gleich. Leonardo Wonisch aus der zweiten Mannschaft hat ja auch schon für ordentlich Aufsehen gesorgt in der Saison mit vielen Toren und Vorlagen. Wie weit ist der weg von der ersten Mannschaft? Ja, werden wir entscheiden. Also wir haben noch 2 Trainingstage und dann werde ich den Kader bekannt geben. Generell haben wir an der Anzahl her in der Offensive kein Problem. Und mir war es jetzt trotzdem wichtig, ihn mit dazu zu nehmen, weil ein Stürmertyp ist, wie wir ihn aktuell da vorne eher weniger haben. Natürlich weiß ich auch, dass mit Wonitsch in der U23 ein zweiter Stürmer ist, der wirklich Potenzial hat, aber auch genauso Can Uzun in der U19 macht wirklich Spaß, ihn zu sehen. Das habe ich gestern gemacht und ja, da müssen wir Entscheidungen treffen. Entscheidend ist aber, dass die Jungs eben ihre Chancen nutzen, sich zu zeigen, und Wonitsch war in der Vorbereitung mit dabei, jetzt haben wir mal in die Schalke mit dabei, und so geht Talentförderung, dass man ihnen auch eine Rolle gibt, und jetzt schauen wir einfach zu, es macht Spaß. So eine Schalke jetzt im Training zu sehen, wie er sich gegen Schindler und Co. da behauptet. Aber da schauen wir entspannt und positiv zu und mit Freude. So, ich gucke noch mal ins virtuelle Rund, aber ich glaube, alle Fragen sind
Immer wenn ich das sage, dann kommt noch mal einer um die Ecke, in dem Fall Wolfgang Glas. Noch eine abschließende Frage. Nach den letzten beiden Spielen wurde viel über natürlich die Null hinten gesprochen, aber auch über die Null vorn. Welche Ansätze haben Sie denn jetzt finden können in dieser Woche, um tatsächlich wieder öfter auch gefährlich ins letzte Drittel zu kommen, vielleicht mal in den Rücken der Abwehr? Ist da auch eine Systemumstellung für Sie ein Thema oder sagt man, nee, so wie ihr gerade das System spielen, ist das das Optimale auch in Bezug aufs Personal, das zur Verfügung steht? Naja, ich glaube, dass wir in den letzten Spielen jetzt, die wir gemeinsam bestritten haben, viele Erkenntnisse gewonnen haben, auch viel gesehen haben. Ich habe das Kiel-Spiel vorher angesprochen, wo wir 26 Torabschlüsse gehabt haben. Also es war offensiv gut. Also kannst die Mannschaft, also muss es einfach nur aufs Feld bringen. Wir haben in Kaiserslautern jetzt offensiv nicht so viele Chancen gehabt, haben aber auch, ich glaube, 51% Ballbesitz gehabt, mehr wie in den Wochen zuvor, wo wir auch mit 40% Ballbesitz jetzt in Düsseldorf gewonnen haben. Es gilt einfach immer wieder, die richtige Mischung zu finden, die richtige Torgefahr dann auch auszustrahlen, und da ist jeder einzelne Spieler auch gefordert. Die Basis war im ersten Schritt, die Defensive zu stabilisieren. Ich glaube, das ist uns gelungen, und so müssen wir auch weiterarbeiten, weil es definitiv ein Vorteil ist, wenn du zu Null spielen kannst und auch wenig eben zulässt. Aber klar ist auch, dass wir offensiv besser spielen müssen, wie gegen Kaiserslautern, wie in Kaiserslautern. Aber die Mannschaft hat schon gezeigt, also gilt es, die Leistung offensiv vom Kielspiel zu vereinen mit der defensiven Stabilität aus den letzten Wochen. Und da arbeiten wir dran, haben in der Woche eben offensiv die nächsten Schritte angesprochen und arbeiten uns so vor. Die Mannschaft ist willig, aber man muss ja auch zugestehen, dass sie nicht immer dann alles richtig macht und die beste Leistung auf den Platz bringt. Wichtig ist, dass man auch mit einer schlechten Leistung dann mal punktet, so wie es auswärts jetzt in Kaiserslautern eben war, und die Defensive eben die Stabilität bleibt. Und da bin ich aber zuversichtlich, dass wir unser Potenzial, das wir haben, dann auch am Sonntag sehen. Soll ich es mal mit Schweigen versuchen und nichts sagen? Ob da noch eine Frage reinkommt? Das ist diesmal nicht der Fall. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Fragen. Markus, dir vielen Dank für die Antworten und euch allen einen schönen Freitag. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao.